eine weitere Überlegung angestellt. Ich habe mir gesagt, okay, ein Feature müsste jetzt ja bei dieser kleinen Drehung von 8 Grad oder so weiter, müsste ein Stück gewandert sein. Aber es sollte sich von der Orientierung her nicht verändert haben, weil wir beschreiben immer noch den gleichen Punkt. Die Vase hat sich jetzt nicht um die Z-Achse gedreht oder sonst was. Das heißt, die Orientierung von dem Feature sollte möglichst gleich bleiben. Und wenn ich jetzt noch sage, dass dieses Feature, wir haben ja anfangs diese Skalierungsebenen gehabt, wo das Bild dann immer kleiner wurde und dann das Gauss wieder drauf kam. Wenn ich jetzt noch sage, okay, es müsste auf einer ähnlichen Skalierungsebene entstanden sein, und diese beiden Bedingungen einfügen, sagen wir mal, das Feature muss plus minus 20 Grad die gleiche Orientierung haben und es muss plus minus 20% die gleiche Größe haben. Fliegen fast alle Features raus, die ich nicht haben will. Man neigt jetzt dazu zu glauben, hier werden alle rausgeflogen, aber es ist nicht so. Optimalerweise müssten zum Beispiel diese rote lange Linie dürfte hier nicht vorhanden sein. Das heißt, es existieren immer noch falsche Features hier drin. Allerdings gibt es in all diesen Bildern, also davon gibt es natürlich eine Menge, jeweils 300 bis 350 Features und nur eine Handvoll davon sind falsch. Und die Algorithmen, die ich versuche danach anzuwenden und erstmal zu verstehen, können damit umgehen, dass es ein paar Ausreißer gibt. Also das ist erstmal ein Ergebnis. Ja. Vielen Dank. Ist das dann nicht eigentlich problematisch, wenn du dieses Herrschaftswissen benutzt, dass sich die Vase dreht? Weil wenn du diese Features bei irgendwelchen Objekten wiedererkennen willst, die irgendwo im Raum sind und beim nächsten Bild woanders, dann weißt du ja nicht, dass sich das bewegt hat. Die Grundidee meiner Masterarbeit ist es, ich habe ein Objekt, was sich von meiner Kamera dreht und das möchte ich einscannen. Ich möchte die 3D-Koordinaten auf der Oberfläche von diesem Objekt bestimmen. Das ist eigentlich das, was ich machen will. Und die mathematische Grundlage dazu ist die sogenannte Epipolargeometrie. Und die geht eigentlich davon aus, man hat zwei Kameras, die ihre Position zueinander kennen und daraus kann man direkt auf 3D-Punkte schließen. Das ist das normale 3D-Scanning, wie es jetzt schon angehört. Das 3D-Scanning zum Beispiel bei der Kinect funktioniert ja anders. Die haben ja ein bestimmtes Infrarotmuster, was sie in den Raum projizieren und anhand von Abweichungen berechnen sie dann ja 3D-Verzerrung. Und die Ökobulargeometrie geht aber von zwei Kameras aus, nicht nur von einer. Und da kennst du den Winkel dann. Genau, die kennen sich halt zueinander. Mhm. Und mein Problem ist ja, ich weiß nicht, ich habe ja bloß eine Kamera. Aber du kennst das Objekt. Ich kenne das Objekt auch nicht. Du willst es kennenlernen. Genau, ich will es ja einscannen, das ist ja mein Ziel. Aha. Aber ich weiß, dass sich die Kamera schrittweise bewegt und damit ich die Ökobulargeometrie noch anwenden kann, muss es aber eine fixe Position zwischen diesen beiden Kameras geben, beziehungsweise zwischen den unterschiedlichen Zeitintervallen, wo ich ein Foto mache. Das heißt, ich brauche eine feste Drehachse. Und das war die Einschränkung für die Arbeit. Man kann es noch beliebig anders weiter ausbauen. Also Microsoft hat dazu auch eine Studie rausgebracht. Da haben sie aus Flickr die ganzen Fotos vom Kolosseum benutzt, haben mittels der Geotext, die da drin waren, der Brennweite und so weiter, haben sie halt festgestellt, wo standen die, wie haben sie das Objekt gesehen, haben die virtuelles Kolosseum nachgebaut. Ja, das kenne ich. Das gibt es auch mit so einer großen Kirche. Mit was? So eine große Kirche, da haben sie auch an so einem großen Platz eine Kirche aus den Fotos rekonstruiert. Ja. Das kann ich. Aber das ist für mich halt viel zu anspruchsvoll. Das habe ich halt diese Einschränkung gesagt, okay, das Ding ist auf dem Drehteller. Und also mein Ziel ist auch nicht, das einzuscannen, sondern erstmal nur zu bestimmen, wo steht die Kamera. Weil dadurch, dass ich bloß eine Kamera habe, die kennt halt keine zweite Kamera, muss sie erstmal ihre Position bestimmen, um dann festzustellen, wo ist denn der Punkt im Raum. Okay. Ich glaube, du musst das beim nächsten Mal oder bei deiner Präsentation der Arbeit andersrum erzählen, damit die Leute eine Vorstellung haben, wo du hin willst. Ja. Weil das war schwer, jetzt mit dem SIFT, selbst wenn man das schon gehört hat, darauf zu schließen, was du eigentlich willst.
Na, der Vortrag ging eigentlich bis über das, wozu man es nutzen kann, war jetzt schon Anhängsel. Ja, aber das ist ein wichtiger Part. Das musst du bringen, weil SIFT ist so komplizierter. Ja. Nach 10 Folien steigt man halt aus, einfach weil das. Also eigentlich will man so das, was der Mensch eigentlich mit den zwei Augen eigentlich so sieht. Oder diese das 3D-Sehen von den zwei Augen. Also das ist eigentlich dasselbe Prinzip. Ne? Ja, genau. Ja. Also nur zum Vergleich, ich habe ca. 3 Wochen gebraucht, um diesen Algorithmus durchzulegen. Also das war auch nicht angedacht, dass ihr das jetzt versteht. Das ist also das sehr krass. Was da fehlt bei der Erklärung zu SIFT, ist so ein Schaubild, wie der ganze Fluss ist, welche Komponenten der Algorithmus hat. Das wäre so relativ wichtig, dass man immer weiß, weil du hast mehrere Schritte gehabt und irgendwann ist man raus. Ja. Für jemand, der das nochmal nachvollziehen möchte, den kann ich einen dritten Link bloß empfehlen. Der hat das wirklich in seinem Blog auseinandergenommen, mit sehr vielen Beispielbildern gemacht und hat dann wirklich gezeigt, was passiert dann auf diesen Skalierungsebenen, wenn man halt wirklich einen Rausruber jagt und so weiter. Also. Und kein Paper? Wer hat von dem David Loben? Das ist das erste. Das ist seine Seite und da also. Ist halt. Da ist seine Excel drauf, wo du halt eine Binärdatei, mit der du halt das Ganze die berechnen lassen kannst, wo dann halt der Text halt herauskommt mit den ganzen Features. Da hast du halt das Paper mit beiden alles. Ja. Das hast du genutzt oder diese Excel-Datei? Ja. Also ursprünglich wollte ich das selbst implementieren, weil dadurch, dass der Algorithmus halt diese ganzen Scale-Spaces und Blur-Spaces aufbaut, ist der sehr rechenintensiv. Mhm. Der braucht, meinen Rechner, um ein Bild zu analysieren, braucht es auch eine Sekunde. Und bei 72 Bildern macht es schon 2,5 Minuten, die man warten muss. Und erst dann setzt der mein Algorithmus auf, der nochmal relativ rechenintensiv ist. Also allein um diese Korrespondenz zwischen Punkt links und rechts, was ich erklärt habe, wo ich die ganzen irrelevanten Features rausschmeißen möchte, da braucht er auch nochmal 6 Sekunden pro Bild, also pro Bildpaar. Das heißt, da ist halt eine Menge Rechenarbeit involviert und insofern, ja. Der Rainer hatte in einem Semester den Algorithmus hier als verteilte Rechnung. Ich will ja nicht ändern, habe ich es auch als gecached. Cool. So dass man halt, wenn ich meinen eigentlichen Algorithmus drüber jagt, zum Schluss so eine, keine Ahnung, 50 Megabyte Datei lade und das alles drin, was halt brauchen. Das dauert eine Sekunde oder so und dann kann mein Algorithmus mit starten. Ja, da muss ich erstmal die Mathematik verstehen, bevor ich den starten kann. Ja. Vielen Dank.